Hi, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen Video für Transport Fever 2. Ganz offiziell wird jetzt gerade für Transport Fever 2 ein Screenshot-Wettbewerb von Urban Games abgehalten. Daran könnt ihr teilnehmen und wie das genau funktioniert, das werde ich euch mal hier in dem Video erklären. An alle Transport Fever 2 Fans, zeigt eure beeindruckendsten, kreativsten und epischsten Momente in Transport Fever 2 und nehmt an unserem Screenshot-Wettbewerb 2024 teil. Ob es sich um einen belebten Bahnhof, malerische Bergpässe oder eine weitläufige Stadt handelt, die durch euer Transportimperium verbunden ist. Wir wollen alles sehen. Wir haben hier die Teilnahmebedingungen. Teilnahmebedingung ist, ihr müsst eure besten Endgame-Screenshots teilen. Ne, damit ihr überhaupt teilnehmen könnt, müsst ihr natürlich auch erstmal Bilder teilen. Die postet ihr mit dem Hashtag, TransportFever2ScreenshotContest, alles zusammengeschrieben, auf einer der folgenden Social Media Plattformen, Instagram, Facebook oder Twitter, besser gesagt X, ehemals Twitter. Und der Einsendeschluss ist der 23.10.2024 um 23.59 Uhr. Die Regeln: maximal 2 Screenshots pro Person. Keinerlei Nachbearbeitung, also kein Photoshop etc. Die Screenshots müssen quasi Vanilla sein und Mods dürfen verwendet werden, aber nur, wenn sie vor dem 17.10.2024 veröffentlicht wurden. Für dieses Bild hier oben haben wir die Mod Environment Pack verwendet. Gibt es zum Beispiel im Steam Workshop, da hat man so schöne Sonnenuntergänge zum Beispiel oder schönen Sonnenaufgang, Untergang, also schöne Shader mit dabei. Das Art-Team von Urban Games wird die drei besten Gewinner-Screenshots bis zum 30.10.24 auswählen. Die Top 3 Screenshots werden auf unseren Social-Media-Kanälen am 31.10. offiziell präsentiert. Zusätzliche Bedingung: Durch die Teilnahme am Wettbewerb erteilt ihr Urban Games die Erlaubnis, eure eingesendeten Screenshots für Werbezwecke in den sozialen Medien und anderen Plattformen ohne zusätzliche Vergütung zu verwenden. Der Wettbewerb steht allen Personen ab 18 Jahren offen, also wenn ihr unter 18 seid, dann könnt ihr nicht daran teilnehmen. Alle Screenshots, die gegen die Spielrichtlinien verstoßen oder anstößige Inhalte enthalten, werden nach eigenem Ermessen von Urban Games disqualifiziert. Also ja, ne, sollte klar sein. Gewinner können von Urban Games per Direktnachricht auf der Plattform kontaktiert werden, auf der sie teilgenommen haben. Stellt sicher, dass eure DMs offen sind, wenn ihr kontaktiert werden möchtet. Ja, gibt nichts Schlimmeres, als wenn man gewonnen hat und man ist nicht erreichbar. Hatte ich auch schon, wo ich hier Spiele verlost habe auf meinem Kanal, dass ich denjenigen dann nicht erreicht habe. Das ist dann natürlich immer ziemlich blöd. Ja, dann teilt eure Transport Fever 2 Meisterwerke mit der gesamten Community und lasst eure Kreativität strahlen. Viel Glück! Und Haftungsausschluss natürlich, dieser Wettbewerb wird in keiner Weise von Facebook, Instagram, Discord oder X gesponsert, unterstützt, verwaltet oder mit diesen in Verbindung gebracht. Ich bin sehr gespannt auf die drei Gewinner. Mal gucken, ob ich auch teilnehme. Ich könnte den Bahnhof mal in Stockholm irgendwie noch richtig schön machen. Da haben wir ja eigentlich schon ein schönes Vorfeld. Mal gucken, ob ich dran teilnehme. Ich denke aber schon. Und ja, ich bin gespannt auf eure Bilder, die ihr da posten werdet. Und was man gewinnen kann, das steht hier nicht. Ja, vielleicht gibt es auch nichts zu gewinnen, außer den Ruhm und die Ehre, einer der drei Gewinner zu sein mit den besten Screenshots von Transport Fever 2. In dem Sinne wollte ich euch nur kurz mitteilen. Viel Glück, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.